Execute high energy turn! Awaiting orders. Yes, Admiral. For the Emperor! Awaiting orders. Engaging! Na komm. Soweit ich weiß, habt ihr keine Schilde. Changing course! Damage teams, begin repairs now! Cruising speed set! Ship ready! Was war das denn? Yes, Admiral. Cruising speed set. Underway. We are the Imperial Navy. At your command. Mikrosprünge sind leider kaputt. Das andere Schiff von mir habe ich jetzt nicht aufgepasst, ist leider vernichtet worden. Awaiting orders. At your command. We are the Imperial Navy. For the Emperor. Targeting enemy vessel. Engines hot. Target locked in. Bam. Yes, Admiral. Ship ready. Engaging. We are the Imperial Navy! Die Goblins kriegen wir vielleicht sogar weg. Your orders. Targeting enemy vessel. We can't win this. Awaiting orders. Oh, den hat Alarm gelegt. Your orders. Boarding teams have crippled the enemy. Yes, Admiral. Ship ready. Ah, jetzt exekutiert er gleich den. Escaping the battle zone. For the Emperor! Course plotted. Ship ready. Möglichst dicht dran. Awaiting orders. Oh, der hat mich erfolgreich geentert. At your command. At your command. Initiate emergency repairs. Engines hot. Awaiting orders. Ship ready. Setting course. Execute high energy turn. Engaging. Your orders. Your orders. Oh, der hat eine Waffe vernichtet. Ich weiß leider nicht welche, aber dann kann ich noch weiter schießen. Ship ready. Course plotted.
engaging. Ah, hat er gut gemacht. Yes, Admiral. Targeting enemy vessel. Beide Enter-Teams sind gescheitert. Yes, Admiral. Und gleich ist es. Ja, das ist der. Und. Your orders. Burn retros. Awaiting orders. Cruising speed set. Target locked in. Ja. Keiner entkommt mir. Da wollte er gerade sich verpissen. Aber nein, wir haben ihn daran gehindert. Haben leider das kleine Schiff verloren. Ein bisschen ärgerlich, aber okay. Ja. Ein großes. Auf jeden Fall können zwei wieder aufleveln. Nur das ganz große leider nicht, das was sehr viel gemacht hat. Schade drum. Wir müssen mit dem einmal irgendwie helfen. Mal gucken, oder ob wir das in der Runde wirklich ausfallen lassen. Den Mikro-Warp-Jump konnte ich leider nicht benutzen, weil... Naja, ihr wisst warum. War kaputt. Leider, leider. Okay, 25 machen wir. 25 ist okay. Und dann können wir den hier gleichzeitig nämlich nochmal die Crew upgraden. Meuterei, machen wir ein weniger. Und Fertigkeiten hat er den, aber wir können ihm noch ein Update geben. 25%. Was hat er denn genau? Der hat diese Mikrosprünge und er hat, glaube ich, die Waffen an der Seite, ne? Wenn ich das richtig sehe. Genau, der hat die Waffen an der Seite. Ich würde mal sagen, Panzer durchbrechend. Also, ne? Mehr Schaden. Dann wird das unser... Ich spring rein und baller mit voller Front hier von den Seiten. Ihn können wir auch auf upgraden. Das ist eigentlich der hier oben leider nicht. Gucken wir erstmal. Er hier hat noch ein Update. Das war der mit den Torpedos und den Aufklärer. Okay. Ich würde sagen, wir machen den schneller, oder? Ich weiß nicht, ob ich den schneller machen möchte. Machen wir die Schilder besser. Obwohl, der macht immer von Distanz. Das bringt einfach nicht so viel. Wir machen trotzdem die Schilder. Und er ist der, der da auf jeden Fall dazwischen geht. So, ich weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt tatsächlich war. Der hier war auch mit Torpedos ausgerüstet. Na, ja, Ruhm haben wir auch nicht mehr genug. Oh, hier, den können wir noch einen Crew-Verbesserungspunkt geben. Der macht sich ja auch hier ganz gut, ne? Der macht sich. So, weniger Meuterei. Okay. Hoffentlich bringt das was. Ich friemel mir hier gerade meine Figuren ein bisschen zurecht. Und vielleicht? Welten verloren 4 von 50. Okay. Das Spiel ist also darauf ausgelegt, dass wir verlieren, wenn ich es richtig sehe. Hier können wir noch. Das hatten wir aber auch schon. Wir haben doch schon die Daten gebildet.
abborgen. Und das haben wir sogar erfolgreich gemacht. Eine feindliche Flotte also. Aha. Schade, dass ich nicht einfach alle drei nehmen kann. Wir wissen nicht mal, was die feindliche Flotte ist. Ich nehme mal ihn erst, ganz geil. So, ne? Was sind mal unsere Standardschiffe? Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, auch den kleinen mitzunehmen. Leider kann man die Punkte nicht in die nächste Runde mitnehmen. Am Anfang erstmal frontal und der hier am Anfang auch erstmal frontal. Er hier bleibt, weil er hat nur diese Torpedos. Das heißt, er bleibt da und er macht immer bitte größere Distanz. Während die hier versuchen, auf kleine Distanz zu gehen für die anderen Waffen. So. Yes, Admiral. Underway. Understood. Ship ready. Einmal quer durchs Universum, okay. Awaiting orders. Orders received. We are the Imperial Navy. Your orders? Burn retros! At your command! Targeting enemy vessel! Course plotted! Setting course! So, den ziehen wir raus. Ship ready. For the Emperor. Target locked in. Cruising speed set. Your command. Engines hot. Gut, die kann man leider nicht auf einem anderen Schiff anklicken. Sehr schade. Burn retros. Your orders. Setting course for the Emperor. Awaiting orders. Changing course. Cruising speed set. Ship ready. Helm coordinates acknowledged. Engines to maximum. Yes, Admiral. We are the Imperial Navy. Enemy ship sighted. Your orders? Targeting enemy vessel.
Reaching orders. Engaging. For the Emperor. Awaiting orders. Cruising speed set. All ahead full. Bam, kleine Vernichtung, sehr schön. Course plotted. Ne, der hat das kleine voll weggekommen, dass ich damit rauskommen kann. Sollte er zwar nicht, aber ganz nett. Ship ready. We are the Imperial Navy. Lock on target. At your command. Target locked in. Tja, und nun? Ship ready. Ist doch verliebt. Oh, die werden treffen. Komplette Breitseite. Jo, fast runter. For the Emperor. Dürfen wir nicht hinkommen lassen. Your orders. Targeting enemy vessel. Oh, den wollte ich gerade wegschießen. Haben wir nur den Klein verloren. Sehr ärgerlich drum. Weil die Klein verliert man oft, habe ich das Gefühl. Und der hatte irgendein Torpedo oder sowas in der Seite als Aufklärung. Den Kleinen, wie gesagt, den haben wir leider verloren. Bleiben die eigentlich verloren? Kommen die wieder? Das ist eine gute Frage. Siehst du, so im direkten Duell, da, hier hauen wir den mal auf die Fresse. Und so im Mission, hier beschützen, da, die, da, da das funktioniert nicht. Ja, die Kleinen kriegt man anscheinend immer wieder, die Eskorten. Okay, hier dürfen wir die Crew updaten. Das ist der Große. Und hier habe ich auch, ehrlich gesagt, keine Lust auf Meutereien. Die schalten wir mal aus. Können aber ein schönes Update machen. Das ist, finde ich, sehr gut. Was macht er denn? Was ist das denn hier? Rammschaden, 50%. Nice. Das würde ich gerne mal probieren. Wir können aber auch mal die sagen, dass sie 50% durchgehen. Und das ist hier... Okay, wir können die auf jeden Fall um 25% die Panzerung durchdringen. Oder 25% mehr Schaden, ich weiß es nicht. Könnten natürlich auch die Reichweite erhöhen und dann aus größerer Distanz. Rammschaden hört sich gut an. Rammschaden hört sich wirklich gut an. Wir können natürlich auch unsere Sachen sich erhöhen. Das ist natürlich auch nett. Das ist natürlich nice. Wir benutzen nur diesen Blitzschlag einfach zu wenig, ne? Ich glaube, ich mache 25% mehr Schaden. Mag ich lieber. Ja, hier könnten wir ein Update einbauen, haben aber wieder mal kein Money. Money. Aber unsere Crew haben wir geupdatet, passt. Das Schiff oben, das ist unser Flaggschiff. Das haben wir verbessert, wir müssen noch... Ich würde ja gerne mal diesen Rammschaden auch noch machen, aber wir rammen so selten. Hier können wir nichts mehr machen, okay. Ah, keine zusätzlichen. Ich glaube, wir können gar nichts mehr machen. Wir haben auch übrigens eine Welt zurückerobert, ne? Nur so. Ja, dann können wir wieder nicht anklicken. Vielleicht sollten wir das nächste Mal machen als, ne?
Eldar pirates are attacking Imperial transporters across several important trade routes in the sector. The attacks are not typical of such alien raiders. From the style and frequency of the raids, we believe that the pirates are Eldar Corsairs. Ach du Scheiße. Admiral Spire, I want you to take your fleet and deal with the foul Xenos. We must secure our supply lines from Eldar harassment, or our ships elsewhere in the sector will suffer. I understand the importance of this mission, Lord Admiral. I will do my best to keep those arrogant aliens in check. The Imperial Navy will not tolerate alien interference in our affairs. Ja, das passt zu uns Menschen. Deploy your fleet against the Eldar Corsairs who are harrying our supply lines across the Gothic sector. Ja, start einfach. Nerv